Aber abgesehen davon, dass das Angebot ja auch total schlecht ist. Wobei ich nicht glaube, dass das ein dauerhafter Zustand ist. Das kann sich noch ändern, aber ich sag mal so, fürs erste jetzt halbe Jahr ist die Sache schon, ist der Drops schon gelöscht, ne? Also zu nicht ziehen wir nicht mehr ab. Das schaffen wir ja gar nicht. Müssen wir jetzt gucken, ob da noch was dieses Jahr oder doch erst nächstes Jahr dann, wenn dann auch scheiß Corona vorbei ist. Ja, die haben ja gesagt, dass es nächstes Jahr alles vorbei sein soll. Ja, dann ist man da vielleicht auch ein bisschen, dann kann man auch mal erst mal rumfahren und sich vor Ort umgucken und sowas alles. Ja. Oder dann soll Papa endlich seine beschissene Wohnung da in Spanien mieten, das soll mir auch recht sein, und dann wir hier eben erst noch wohnen. Und dann ist er wenigstens zufrieden, wenn er seine irgendwo so was Spanisches hat. Und dann kann ich sagen, so, und jetzt will ich aber auch in Deutschland umziehen. Ne? Dann kann man sich ja eher dann darum vielleicht dann wieder kümmern, wenn das andere erstmal erledigt. Mal schauen. Und so lange machst du jetzt erstmal da weiter mit. Was sie da noch für dich da vorhaben und vorschlagen und so weiter. Das muss dann noch lange nicht dann endgültig so sein. Wenn du jetzt sagst, Werkstatt, ne? Und wir ziehen nach Mekong oder nach SH. Ja, geht's jetzt halt? Ja. Da gibt es doch eine Einrichtung hier auch. Ja. Ja. Denn da müssen sie sich dann auch nehmen, wenn sie sich dann laden. Ja, das ist ja klar. Das ist ja das Gute bei dir. Es geht ja jetzt erstmal darum, dass wir der Nacht wieder nach MV kommen. Ja, gut. Aber erstmal, ne? Hier muss doch erstmal geklärt werden, wo überhaupt nicht zurückgeht. Also, schauen wir das. Wenn, je nachdem, ob es SH oder MV ist, müssen wir noch fahren. Ja. Nee, die thailändische Karte deckt auch die ganzen warmen Länder ab. Oh. Laos, Japan. Ja. Vietnam natürlich auch, ne? Ja.